dreiviertel acht habe ich vom Fenster raus geschaut, weil ich Frühstück gemacht habe. Und nachher habe ich gesehen, da im Wolf. Ich habe nicht die Siege nicht ganz richtig. Dann bin ich rumgelaufen, der Hund ist raus, der Hund hat gekohlt, ist raus und das war meine Rettung. Und dann war ich verzweifelt hinauf und wusste ja nicht, was machen. Welche Nummer ich umleite, und ich habe 112. Und ich sagte, das geht auch nicht. Ich rief meinen Schwiegersohn an. Der Schwiegersohn hat nicht angehabt, dann war ich ganz verzweifelt. Aber jetzt habe ich mit der Herde ja wieder Probleme, weil sie wollen nicht mehr rausgehen. Sie haben einfach Angst. Und das Glück ist, die Rettung von alles zusammen, wenn nicht mein Hund da gewesen wäre, der Timmy, dem, was sie gehabt haben, dann war alles kaputt. Ja, es ist auch so, nicht? Die Alpe wächst langsam zu. Man kann sich den Nachhund umschauen. Die Nachbarn hielten schon noch, aber ganz extensiv. Nicht? Und weil ich Hirte gewesen bin, sind rund um keine Bäume gewesen unter uns. Und jetzt haben die Bäume 4, 5, 6 Meter hoch. Und wir eben, weil wir so viel intensiv hielten, da das Stück, ist kein Baum und drunter ist zu. Und da hinten ist eigentlich ein Zwergbehalter. Und dann kommt gar nichts, was wir sagen. Vielleicht hier und da ein paar Buschen. Und das wächst zu. Und die Flora und Fauna, die sich über Generationen da umgepasst haben, die wird sicher zurückgedrängt werden. Wenn das mit den Wölfen so weitergeht, muss ich überlegen, wie ich da nicht. Momentan sind die Schwiegereltern nicht da, aber in Zukunft wird man die Alpenwirtschaft noch weiter bewirtschaften, machen kann wie jetzt. Denke ich eigentlich nicht, weil es ist auch finanzieller Schaden, wenn so Viecher zusammenreist. Und wenn man sie nicht mehr hirten kann, dann fällt das einfach als Futter.